Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema passives Einkommen generieren, aber wie? Und da möchte ich dir gerne in diesem Video ein paar Gedanken mit dir zu diesem Thema teilen. Ich werde dir gerne ein paar Möglichkeiten zeigen, wie du passives Einkommen generieren kannst. Und ich möchte in diesem Video auch eine Frage beantworten, die ich das ein oder andere Mal schon gestellt bekommen habe, nämlich lohnt sich ein Einstieg in Network Marketing überhaupt noch, um sich ein passives Einkommen aufzubauen? Oder ist gerade hier in Deutschland, ja, was Network Marketing betrifft, der Markt eigentlich schon gesättigt? Und da werde ich gerne meine Gedanken mit dir teilen und werde dir auch zeigen, warum es gerade jetzt besser denn je ist, im Network Marketing zu starten, um sich eben ein passives Einkommen aufzubauen. Wenn dich das interessiert, bleib dran, freue ich mich, wenn du bis zum Ende dran bleibst und dann legen wir da auch gleich los. Zunächst mal ganz kurz, was verstehe ich unter passivem Einkommen? Ich verstehe unter passivem Einkommen einfach ein dauerhaftes, wiederkehrendes Einkommen, wo du, oder besser gesagt, welches ohne großen nennenswerten Arbeits- und Zeiteinsatz auf dein Konto fließt. Ja, ich sage deshalb ohne großen und nennenswerten Arbeits- und Zeiteinsatz, weil dieses reine, klassische, passive Einkommen, wie man sich das so vorstellt, ja, das gibt es ja in dem Sinn gar nicht, weil du musst entweder im Vorfeld Zeit oder Geld investieren, um dieses passive Einkommen erstmal zu schaffen. Und damit dieses passive Einkommen dauerhaft auch fließen kann, ist es notwendig, das ein oder andere dann immer mal wieder zu justieren. Da komme ich aber dann gleich noch dazu. Deswegen, es geht um möglichst wenig Zeit- oder Arbeitseinsatz und dadurch eben Einnahmen zu erzielen, Cashflow zu generieren. Ja? Die Gründe, warum Menschen passives Einkommen generieren wollen, sind unterschiedlich, aber häufig die gleichen. Ja? Zum einen wollen sie zusätzliches Geld verdienen, sie wollen mehr Zeit haben für die Dinge, die ihnen wirklich wichtig sind. Also die haben die Vorstellung nicht, dass sie ihr Leben lang damit verbringen, 8 Stunden zur Arbeit zu gehen, um einen Beruf auszuüben, den sie gar nicht wollen, sondern sie möchten einfach für das, was sie einmal gearbeitet haben, dauerhaft bezahlt werden, um dann danach einfach mehr Zeit zu haben für das, was sie eben sonst noch tun möchten, für Reisen, für mehr Zeit mit der Familie, Freunde und so weiter. Sie wollen ortsunabhängig sein, das heißt, sie wollen Einkommen generieren, egal wo sie sich aktuell auf der Welt befinden. Das geht im klassischen Angestelltenverhältnis in der Regel nicht, weil wenn du dort deine Arbeitszeit nicht bringst, dann bekommst du natürlich auch kein Einkommen, weil das heißt, du musst halt immer aktiv etwas tun und musst natürlich auch immer vor Ort sein. Schlussendlich geht es einfach darum, dass passives Einkommen den Menschen die Möglichkeit gibt, das zu tun, was sie eigentlich tun wollen. Ja, so und um passives Einkommen aufzubauen, gibt es dann natürlich verschiedene Wege, verschiedene Fahrzeuge, mit denen du passives Einkommen generieren kannst, aber dazu gleich mehr. Wichtig ist mir an der Stelle noch zu erwähnen, dass du, bevor du passives Einkommen beziehen kannst, musst du natürlich erstmal einen Preis bezahlen. So, und der Preis ist Einsatz von Zeit, Arbeit und oder Geld. Ja, das heißt, du musst immer erst etwas investieren, bevor du irgendwann dauerhaft was bekommen kannst. Und da komme ich jetzt dann auch schon zu den häufigsten Möglichkeiten. Du könntest zum Beispiel eine Immobilie kaufen, ja, und diese vermieten. Ja, hier ist der Preis einfach der Kaufpreis plus die Nebenkosten plus die Instandhaltung, vielleicht Renovierung etc. Und dafür kannst du dann diese Wohnung vermieten und bekommst über die Mieteinnahmen passives Einkommen. Jetzt muss man aber natürlich dazu sagen, dass die Mieteinnahmen ja natürlich nicht ganz in deine Tasche fließen, sondern da muss natürlich auch noch die Darlehensrate mit abbezahlt werden. Es müssen Rücklagen gebildet werden für Instandhaltungsmaßnahmen und so weiter. Außer du hättest die Wohnung halt dementsprechend bar bezahlt, dann wären es dann halt dementsprechend die Instandhaltungskosten, Steuer etc. Also da musst du halt für dich einfach auch wissen, hier ist der Preis, in dem, dass du ein Risiko eingehst, ein Darlehen aufnimmst, dann halt schauen musst, dass die Wohnung oder die Immobilie an sich eine gute Lage hat, dass die Mieteinnahme passt, dass du gute Miete hast etc. Und dann muss natürlich, selbst wenn das Ganze dann läuft, ja, musst du natürlich auch
ja, schauen, dass du das Ganze am Laufen hältst. Ja? Das heißt, du musst unter Umständen, wenn du es nicht outsourcest, beziehungsweise an eine Hausverwaltung etc. gibst, musst du dann die Nebenkostenabrechnung erstellen. Wenn am Haus irgendwas ist, musst du einen Handwerker beauftragen oder dich selbst drum kümmern. Also das sind alles Dinge. Das heißt, so 100% passiv gibt es halt einfach nicht. Ja, auch in dem Bereich nicht. Ne? So, also ein bisschen muss man sich immer drum kümmern. Ne? So, dann gibt es die Möglichkeit, Kapitalanlagen, Investments zum Beispiel, ja, mit Aktien, die Dividenden ausschütten. Und wenn du jetzt zum Beispiel, mal hier einen Stift, wenn du zum Beispiel 10.000 Aktien erworben hast von verschiedenen Unternehmen, ja, so, und du hast im Schnitt 1 Euro pro Aktie pro Jahr Dividende, dann sind es 10.000 Euro monatliches passives Einkommen. Ja, entschuldige bitte meine Sauklaue. Dann sind es 10.000 Euro jährliches passives Einkommen, geteilt durch 12. Ja, dann hast du im Prinzip dein monatliches Einkommen. Auch hier, wie gesagt, muss man natürlich wissen, Steuern ab. Du musst natürlich dementsprechend auch ein bisschen Cash-Reserve halten, falls mal irgendwas Außerplanmäßiges kommt und so weiter. Aber das kommt der Sache schon recht nahe. Ja? Von der Sache her ist es so, aber auch hier, um diese 10.000 Aktien erstmal zu erwerben, sei es jetzt in Anteilen bei Fonds oder direkt Investments an der Börse, ist natürlich so, brauchst du eben halt auch Kapital. Ja. Und wenn ich einfach mal sage, okay, diese 10.000 Euro, ja, dafür hast du im Schnitt Aktien erworben im Wert von 10 Euro, dann wären das halt eben auch hier 100.000 Euro, ja, die du erstmal investieren müsstest, ne? Wenn du, ich sag mal, da so in dem Bereich ja, eine Aktie gefunden hast, ja, die überhaupt dann Euro-Dividende ausschüttet. Aber das jetzt nur so als Rechenbeispiel. Ich denke, du verstehst, was ich damit sagen möchte. Das ist die andere Möglichkeit. Ja, du kannst aber auch sagen, nee, ich werde Unternehmer, gründe mein eigenes Unternehmen. Hier ist es natürlich so, wenn du Unternehmer bist, dann hast du natürlich die Möglichkeit, alle ja, Arbeitsschritte, ich sag mal, mit Angestellten zu besetzen oder gewisse Tätigkeiten eben an andere Unternehmen, an andere Personen einfach auszulagern. Das heißt, wenn du das Unternehmen richtig aufbaust, dann kannst du es schaffen, dass das Unternehmen ohne dich funktioniert und dass du ja ein passives Einkommen mehr oder weniger daraus generierst, weil du ja aktiv nichts tust. Allerdings hast du natürlich die Verantwortung für das Unternehmen. Das heißt, du musst gucken, dass die Aufträge passen. Du musst natürlich auch das Unternehmen am Laufen halten. Ja? Also auch hier 100% Passivität gibt es in dem Sinne nicht, auch wenn du, ich sag mal, das zum größten Teil automatisieren kannst, dein Geschäft. Ja? Darüber hinaus hast du natürlich auch hier Investments von Zeit, Geld, ja, meistens beides. Du musst natürlich Löhne, Gehälter bezahlen und so weiter und so fort. Das heißt, auch hier gibt es jetzt nicht dieses 100% passive Einkommen an sich. Aber du kannst auch hier, wenn du bereit bist, diesen Weg zu gehen, dir, ja, ich sag mal, ein automatisiertes Unternehmen ein nahezu 100% automatisiertes Unternehmen schaffen, wo du, ich sag mal, mit einem überschaubaren Zeitansatz das Ganze am Laufen halten kannst. Du kannst aber auch hergehen und kannst sagen, gut, ich habe Kapital, beziehungsweise mir gelingt es, gut Kapital, Fremdkapital zu organisieren, dann werde ich Investor. Ja? Und das heißt, du investierst in Unternehmen, ja, Immobilien, Investments einfach, die dir wiederkehrendes Einkommen bringen. Aber auch hier musst du, wie gesagt, erstmal investieren. Das heißt, du benötigst Kapital und hast natürlich auch immer das Risiko, dass auch mal ein Investment schief geht und du vielleicht dein Geld auch dementsprechend nicht mehr wieder siehst. Ja, auch hier also das eine Möglichkeit. Dann gibt es digitale Informationsprodukte. Das heißt, du hast die Möglichkeit, zum Beispiel dein Wissen einmalig aufzuzeichnen, entweder in Form von einem E-Book, von einem Online-Kurs, ja, und hast dann die Möglichkeit, diese Informationsprodukte
einmal zu erstellen und dann immer wieder und wieder zu verkaufen. Das ist wie beim Autor oder beim Musiker auch. Die erstellen einmal das Buch, können es immer wieder verkaufen und werden dafür bezahlt. Oder der Musiker, der erstellt einen Song und der Song wird erfolgreich und dann wird er immer wieder für diesen Song dann dementsprechend bezahlt. Und so ist es eben bei digitalen Informationsprodukten auch. Aber auch hier ist es so, wenn du das im Großen und Ganzen automatisiert machen möchtest, dann musst du auch hier Geld investieren, um zum Beispiel Werbekampagnen zu starten. Du musst ja auch Menschen dann auf deine Webseite bekommen, dass diese die Produkte überhaupt kaufen und so weiter. Also auch hier musst du Einsatz bringen, ja. Und das war jetzt so einfach mal für dich so ein Überblick, welche Möglichkeiten du hast, ja. So, jetzt muss ich mal hier den Stift wegmachen, genau. So, und dann kommen wir, und das führt mich jetzt dann schlussendlich zu, aus meiner Sicht, der besten Möglichkeit, nämlich Network Marketing. Warum ist Network Marketing aus meiner Sichtweise heraus die beste Möglichkeit, passives Einkommen aufzubauen? Weil du die Vorteile all dieser Möglichkeiten in einer vereinst, ja. Hat zwar jetzt nichts mit Immobilien zu tun, aber du kannst dir natürlich, oder mit Kapitalanlagen, aber du kannst dir natürlich hier ohne großes Investment, das heißt, du hast kaum Geldeinsatz, ja, vielleicht musst du eine Grundausstattung von Produkten kaufen, die du dann auf deinen Präsentationen vorführen kannst, etc. Aber wenn ich jetzt bei uns in unserem Unternehmen mal schaue, da hast du keinerlei Startkosten, ja, das heißt, du kannst sofort anfangen und kannst auch gleich dann dein erstes Geld verdienen. Und ja, und das macht eben halt Network Marketing so attraktiv. Du hast die Vorteile des Unternehmertums. Das heißt, du kannst hier zum einen ein Kundennetzwerk aufbauen. Ja, das heißt, jeden Kunden, den du gewinnst und der dauerhaft bei dir Kunde bleibt und die Produkte immer wieder nachbestellt, da verdienst du dran. Das heißt, du hast die Arbeit einmal gemacht, hast einmal den Kunden gewonnen und kannst dauerhaft dran verdienen. Du kannst dir aber auch ein Vertriebspartnernetzwerk aufbauen. Das heißt, du kannst jeden Tag, wenn du so willst, neue Filialen eröffnen. Du kannst jeden Tag in Anführungszeichen neue Mitarbeiter einstellen, nur mit dem Vorteil, dass du nicht wie beim Unternehmer dafür sorgen musst, dass die Löhne und Gehälter bezahlt werden, sondern dass diese Menschen immer dann eine Provision erhalten, wenn ein Verkauf getätigt wird und du an diesen Provisionen einfach beteiligt wirst. Dafür bildest du die Vertriebspartner aus und hilfst denen natürlich, so schnell wie möglich erfolgreich zu werden, weil wenn sie nicht wissen, wie das Geschäft funktioniert, werden auch deine Einnahmen geringer sein. Und das macht es eben zu einer Win-Win-Situation für alle Beteiligten und macht Network Marketing so attraktiv. Das heißt, du wirst, du wie hier oben auch, ja, du musst also aktiv sein, musst die Dinge aufbauen, ja, du musst investieren, Zeit, vielleicht auch Geld, wenn du Werbekampagnen etc. startest. So, und aber alle Aktivitäten, die du machst, ja, zum Beispiel die Kunden gewinnen oder die Vertriebspartner gewinnen, das machst du im Prinzip einmal und kannst dann ein Leben lang davon profitieren. Ja, und das ist das Schöne an Network Marketing. Das heißt, wenn man das mal so darstellen würde, anhand von einer Tabelle oder so von so einem Diagramm, dann wäre hier der Zeiteinsatz, ja, und gemessen das Einkommen. Das Einkommen, das würde immer mehr steigen, ja, während der Zeiteinsatz dauerhaft sinkt. Ja. Das heißt, der Zeiteinsatz geht nach unten und das Einkommen steigt. Ja. So. Und das ist das Schöne am Network Marketing, dass du mit zunehmender Größe deines Netzwerkes einfach mehr Geld verdienst, ohne dass du mehr Zeit dafür investieren musst. Weil eins ist ja klar, wenn du alleine arbeitest, ja, und Kunden gewinnst, dann kannst du maximal 24 Stunden machen. Und wenn du aber, ich sag mal hier, 100 Vertriebspartner hast, dann wären das 100 mal 24 Stunden. Und dann ist ja ganz klar, wo da mehr rauskommt. Ja? Also maximal. Natürlich müssen wir noch schlafen und so weiter. Aber das
soll jetzt einfach mal nur so als Beispiel hier dienen. Ja, so, und das macht für mich Network Marketing einfach zur besten Möglichkeit, sich ein passives Einkommen aufzubauen, weil du keinerlei Grundvoraussetzungen mitbringen musst. Du musst natürlich gewisse Fähigkeiten entwickeln, ganz klar, aber du musst keine Grundvoraussetzungen mitbringen. Das heißt, du brauchst keinen Kapitaleinsatz, ja. Du musst nicht irgendwelche Risiken eingehen, weil was kann im schlimmsten Fall passieren? Du hast Zeit investiert, dann kann man sagen, die Zeit ist weg. Nee, die ist nicht weg, weil du hast durch deinen Zeiteinsatz ja viele, viele neue Fähigkeiten hinzugelernt. Ja? Du hast Erfahrungen gesammelt. Also die Zeit ist besser investiert, wie wenn du jetzt, ich sag mal, den Feierabend, ich sag mal, vor dem Fernsehen verbracht hättest. Ja? Du hast alle Möglichkeiten des Unternehmertums, ja, weil du regelmäßig, du kannst überall ja weltweit deine Filialen eröffnen, und wie groß dein Vertriebspartnernetzwerk ist, das entscheidest ja du, ja, wie lange du dran bleibst, wie lange du das Ganze aufbaust, ja, bis das Netzwerk halt die Größe hat, die du dir vorstellst oder die du haben möchtest. Vieles wird auch irgendwann Selbstläufer werden, weil nicht alle Vertriebspartner wirst du logischerweise selbst aufbauen. Du musst nichts investieren, hast also kein Risiko. Ja, du kannst auch, selbst wenn das Unternehmen nicht, wenn du mit deinem Unternehmen keine Erfolge erzielst, dann hast du nichts weiter investiert, außer vielleicht eine Grundausstattung an Produkten. Aber selbst dafür hast du ja einen Gegenwert erhalten. Das heißt, du hast ja die Produkte, die du verbrauchen kannst. Ja. Also von daher, gerade in der heutigen Zeit, ja, wo die Möglichkeit, online wie offline zu arbeiten, da ist, ja, du kannst über einen Mausklick jeden Menschen im Prinzip erreichen, den du erreichen willst. Du kannst eine Online-Konferenz machen, du kannst Leute zu Webinaren einladen, du kannst ja mit Menschen über den Bildschirm kommunizieren, egal wo du dich aktuell auf der Welt befindest. Das heißt, du kannst dein Geschäft so aufbauen, dass es einfach hier in dein Smartphone reinpasst, ja, und hast dann dementsprechend dein Geschäft immer dabei, ja. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir da jetzt so ein paar Gedanken, so ein paar Impulse mitgeben. Wenn dem so war, würde ich mich natürlich freuen, wenn du das Ganze hier mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß nie, für wen die Informationen hier interessant sind. Like das Ganze, abonniere den Kanal, verpasst du keine weiteren Videos. Und ansonsten, wenn du Lust hast auf eine Zusammenarbeit, ja, dann findest du unterhalb des Videos die Möglichkeit, dich über mein Business zu informieren, dich über mein Network-Marketing-Unternehmen zu informieren, für das ich tätig bin. Und ja, und dann dort findest du dann auch alle weiteren Informationen, wie du mit mir in Kontakt treten kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Ich freue mich, von dir zu hören. Mach's gut, bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.